Einen wunderschönen guten Abend euch und da sind wir mal wieder in der Kluft der Beschwörer mit Assassin's Creed Valhalla und wir wollen erstmal mit dem guten Ausfall reden. So. Erstmal gucken. Guten Morgen, es ist am Abend hier. Es ist mir gleich, wie viele Schilde er mir bringt. Du lehnst meine Geschenke also ab, Bruder? Ich habe keine Zeit für sowas. Das ist ein großzügiges Angebot, Bruder. Es wäre dumm, es auszuschlagen. Wenn du ablehnst, wird deine Schande die Namen deiner Söhne und Enkelsöhne beschmutzen. Halt dich da raus, Wolfsmal. Nein. Nimm das Geschenk. Wir haben größere Probleme. Gehört er zu Rüd? Ja, er schlich um die äußere Mauer und suchte nach einer Ritze, um ein paar Dutzend Männer einzuschleusen. Wo es einen Speer gibt, gibt es noch mehr. Vielleicht hätte er uns was verraten können, wenn er noch leben würde. Ich ließ gerade Wasser, als er mich überraschte. Es hieß entweder er oder meine Pflugschar. Valdis hat recht. Er war sicher nicht allein. Hätte ich noch mehr gesehen, hätte ich sie auch erschlagen. Wo hast du ihn gefunden? Vor der Wallanlage von Norvik, direkt am Ufer. Sie werden nach Zugängen suchen, um eine Horde Plünderer hineinzuschmuggeln. Gott, suche einen anderen Speer. Ich sehe mich um. Und Speer werden ihr Lager bei ihren Booten. Rüd Speer werden ihr Lager bei ihren Booten vor der Stadt aufgeschlagen haben. Einer von ihnen wird reden. Na, dann wollen wir mal schauen. Wir sind heute mal angepasst. Ich möchte mich mal nochmal einen Tacken lauter, dass ich jetzt etwas besser zu hören bin für euch. Also, ich kann auch leise reden, aber. So, hier soll also noch irgendwie ein Speer sein. Speer? Sie für mich sühnen. Da. Sieht nach einem von Rüds Männern aus. So, der tötet jetzt, das sollte ich nicht. Warte, halt! Was tust du denn? Ich bin nur ein Schweinebauer. Dafür bist du aber verdammt gut bewaffnet. Bleib unten, du Wattwurm. Meine Freunde möchten gern mit dir reden. Lass mich! Ich sagte doch, ich bin ein Kuhhirte! Lass mich gehen! Eben sagtest du noch, du wärst ein Schweinebauer. Das ist auch nicht falsch. Ich halte sehr viele Tiere. Du bist genauso Däne wie ich. Spar dir den Atem, Lügner. Log, kann ich mal hier die Führung übernehmen? So, dankeschön. Umgebügelt? Ne, schade für mich. Ja, schönes Boot hier. So. Gib mir den Shit. Wir haben. Ich mag es, wenn es gerade schon mal so abgeht. Rüd dich geschickt. Sprich, und vielleicht erlebst du den morgigen Tag. Weibisches Schwein. So machst du dir hier keine Freunde. Das war eine tödliche Beleidigung, Junge. Ich würde den Bastard töten. Gib ihm keine Zeit, das zu wiederholen. Ich frage noch einmal, was hast du an Norwegs Mauern verloren? Ich kam, dir meine Aufwartung zu machen, Herr. Oswald, dem wimmernden Sachsenschwächling von East Engla. Sag ihm, warum du hier bist, und du darfst deinen Kopf behalten und gehen. Leck meine Dreckritze. Dies ist die Zunge, mit der ich lecke. Wie fühlt sie sich an, an deinem Arsch? Wenn das Feuer in Dunvik entzündet wird, sammelt Rüd seine Männer. Sie wollen Norwig an der schwächsten Mauer angreifen. Ihr englischen Dänen seid so weich wie Butter. Rüd lässt grüßen, kleine Dame. Er wird dich bald wiedersehen.
Du hast deinen Zweck erfüllt. Nun stirbst du. Du versprachst ihm die Freiheit. Er hat dich vor allen hier beleidigt. Lass so etwas niemals unbeantwortet. Ich lasse nicht zu, dass in meinem Reich unnötig Blut vergossen wird. Das muss enden. Lebend war der Mann eine Gefahr. So wie der gelogen hat. Valdis, er sprach so, als kenne er dich. Rüd war mein Ehemann. Dein Ehemann? Du bist bereits vermählt? Was? Wir sind nun 5 Sommer getrennt. Ich hätte nie gedacht, ihn hier zu sehen. Und das wollte ich auch nicht. East Englers Wohlstand hängt von unserer Sicherheit. Ich muss selbst... So, wir spulen ein bisschen vor. König. Bist du dir sicher? Rüd ungest... Es ist der einzige... Komm, Oswald. Und natürlich... So, in dem freien Treffen triff dich mit deinen Verbündeten. Ja, erstmal zum Essen, ne? Zum Mahl hier. Wir werden dort sein, Eivor. Du sprichst nicht für uns, Statthalter. Da unten. Ich müsste hier nochmal Schnellreise machen, ne? Warte mal, wo ist denn das? Wo ist denn das? Da oben. Ja. Du sprichst nicht für uns, Stadt. Ja, klar. Hier, schon wieder besoffen. Okay, sehe ich schon. Man kann durch die Stadt nicht schnell reiten und... Oh, lol. Sowas nennt man FPS-Drops. Grundlos. Finde ich gut. Ich gehe sogar Richtung Quest automatisch. Quest. Q, W. Nur ein U können wir noch zwischendrin. Okay, ich sehe schon, das Pferd ist jetzt nicht zum Stimmen. Leck mich. Zack. Zack. Da hoch. Na, Mieze? Also die ganzen Kämpfe sind tatsächlich, ich sag mal, wie wenn ihr Vikings gesehen habt, immer wieder das gleiche. Oh, der Pilzer, der Erzkampf. Oh, ist wieder alles gut. Ja. Ah, lass uns wieder kämpfen. Ah, lass uns wieder kämpfen. Ah, ja, ist ein Wikinger. Aber es trifft halt wirklich in jedem Spiel, in jedem Video, in jedem allem, was sie sind, trifft es zu. Hat er gesagt, what the? Oder kann sagen, what the fuck? Finde ich gut. So, da kommen wir nicht raus. Oh. Das Pferd hat ihn. Er rennt ja einfach nicht in der Stadt. Das ist so dumm. Los. Los, jetzt. Hat er Hü, wir sind aus der Stadt raus. Ja, geht doch. Und wie immer, wir wissen es. Kürzeste Weg. Quer fällt ein. So muss das sein. Hui. All die ganzen Mauern. Wissen wir mal so, sie kriegen was ein bisschen Lust auf Kingdom Come, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, das ist ja auch. Hm? Ach, Wölfe. Ups. Oh lol, 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 lol. Ich muss da, ich komme hier nicht. What the fuck? Sind wir in Tortuga oder was? Muss ich hier lang? Hätte ich ja nicht erwartet. Also, das große Treffen von Oberhäuptling. Also was? So. Und kleiner Flachkörper hier rein. Das ist das Schnellste. Das wir, glaube ich, zu sehen und zu kriegen werden. Nicht einfach so machen. Oh, Robbenschlachten. Hey.
wieder. So. Tut mir leid, guckt hier nicht so genau zu, Kinder. Das macht man nicht. Nur damit es nochmal klar ist. Das ist ein Spiel, das ist nicht real. Ich musste es tun, damit wir hier am Leben bleiben und überleben. Geh nach links. Hallo, Pferd. Okay, ihr seht, es ist... Ich drück. Hallo. Was ist mit dem Pferd? Ich kann drücken, was ich wollte. Es geht immer nach rechts. So, jetzt bitte so. Da lang. Und Shift. Ihr merkt schon, die Steuerung ist einfach ein Haufen optimiertes spielerisches Musterwerk. Da vergaß ich etwas. Ja, du musst anonym sein. Dunweg. Rüds Männer haben alles verwüstet. So. Bin ich nicht mehr anonym. Jetzt bin ich wieder anonym. Sorry, so rum. Dunweg. Lasst uns das Feuer entzünden. Das mache ich. Ihr übernehmt das Reden. Rodir, Waldes und ich suchen den Hafen ab, damit wir keine Überraschung erleben. Und Oswald und ich werden hier ausharren, bis das Feuer brennt. Das vordere Tor wird streng bewacht. Da kannst du nicht einfach rein. Ich finde einen Weg. Wir halten dir den Rücken frei. Natürlich, immer bin ich es, die alles machen muss. Ich bin diejenige, jedes Mal die gleiche Scheiße. Töte Rüds Clan und wieder. Auch das mache ich. Dunweg. Dann also Rüds Männer ausschalten und das Feuer entzünden. So. Den Weg wollten wir doch nehmen, ne? Nehme ich an. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ja, spring weg, hallo. Hier der Eisenerz. Okay, ich sah ja schon Lupen. Und zehnmal mehr was, als irgendwelche Tiere zu jagen. Das ist dafür eine reinste Zeitverschwendung. Huch. Psst. Ja, hier lang sehe ich schon. Mission Impossible. Dum, dum, dum. Das ist gut, diese Hure, weil das Zeug will. Okay, hat nicht gereicht, scheiße. Ich sehe halt nichts. Okay.
ins Gesicht. Hm? Oh. Entschuldigung. Zugucken, ne? Okay, gut. Ihr seht schon, es gibt hier keine Bugs in diesem Spiel. Ich muss das Feuer entzünden, nehme ich an. Hm. Ah, hier. Verstehe schon. Nicht so ganz richtig. Ach, ich muss halt alle umbringen. Hallo? Was muss ich denn da tun? Ich sehe da noch nicht durch, was ich da tun muss, ehrlich, ohne Scheiß. Ich würde es gerne. Zivilist. Oh nein. Jetzt sind sie wenigstens markiert. Jetzt habe ich mal ein einfaches Spiel hier voranzukommen. Entschuldige, ich bin immer mal so konzentriert und so ruhig, als dass wir noch irgendwas anderes machen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Hat geklappt, Dings brennt. Alles gut. Odin schenkt mir einen Handel. Ein paar tote Männer zu meinen Füßen für das reife East Engler und die Rückkehr meiner Braut. Welch ein Tag! Ich kenne ich nicht. Das musst du auch nicht. Nach dem heutigen Tag hast du keine Verwendung mehr für Namen. Wer rief nach mir?
Warst du es, Valdis, meine Geliebte? Warum sollte ich dich rufen, nach 5 glücklichen Jahren fern deiner stinkenden Eier? Ich rief dich, Rüd. Du? Oswald, der hoffnungsvolle König von East Angla? Und Valdis zukünftiger Gatte. Nimm deine Männer und geh. Die Sachsen und Dänen von East Angla sind vereint. Es wird nicht an Plünderer fallen. Dann müsste ich zurück nach Danmark, ohne etwas vorweisen zu können, nachdem ich so weit gereist Danmark. Bin. Du bekommst mein Gewicht in Silber und eine große Menge Vieh und Korn. Ich habe mir bereits das 10-fache davon genommen. Was ist der wahre Preis? Ich mache dir ein Angebot, Saudarm. Ein Holmgang, nur du und ich, um die Zukunft deines Königreichs. Ich nehme an. Ich nehme an, ein Kampf bis zum Tod. East Angla ist der Preis. Ihr habt es gehört. Es ist eingehaselt. Ist das jetzt... Das Feld ist ich bin gespannt. Bei erster Gelegenheit führe Valdis und die Brüder in Sicherheit. Sie sollen heute nicht kämpfen. East Angla braucht sie. Lass mich für dich kämpfen. Nein, er forderte mich. Auf dein Zeichen, König der Scharfreise! Ich bin bereit! Okay. Kommen wir mit deinen Verbündeten. Ich hoffe, die kommen jetzt aber auch. Ja. So, ja, was ist jetzt mit Oswald, meine Herren? Ist jetzt einmal die Spannung so hoch? Ah. So, komm da. Sie fallen zurück. Sie haben aufgegeben. Das war jetzt ein ganz gehöriger Satz mit X. Wir sind weit genug weg. Ruhen wir uns kurz aus. Bei Thor, er hat gut gekämpft. Mit der Wut eines Waldbrandes. Wir sollten zurück. Oswald könnte überlebt haben. Rüd ebenso. Es ist möglich. Rüds Männer werden ihren Vorteil ausnutzen. Wir müssen bereit sein, wenn sie angreifen. Wir gehen nach Norwig. Wir treffen uns dort, wenn du kannst. Er starb als Held, so viel ist sicher. Wenn sein Gott ihn nicht will, Odins Schildmeiden würden ihn nehmen. Eine ruhmreiche Rückkehr. Ich habe ein paar Punkte zu vergeben, glaube ich, ne? Fertigkeiten hier. Ein paar mehr tatsächlich, ja. Auf jeden
wie weit das hier geht, ne? Das ist halt auch Gift auch. An sich natürlich schon mega geil. Meuchlerlist. Er gibt schon so geile Sachen, was hier, ne? So automatisch das Ding wieder verteilen. Notfallzeichen. Halte gedrückt, um auf einen Gegner. Die Decke, also kannst du ihn töten oder deckt bleiben, alles klar. So, trotzdem. Mit erhobenem Stahl. Kann ich nicht wieder suchen mit erhobenem Stahl? Ne, sprich mit Finn. Huch. Wo ist er? Schnellreis. Da muss ich jetzt ja noch nicht laufen. Ich mache mal nämlich auch wieder eine Pause. Die Folge ist schon wieder sehr lang. Wir sehen uns dann am nächsten Abend. Und dann auch wieder pünktlich, keine Angst. Bis dann.